Das hier muss auch noch unbedingt rein. Ja, was ist das? Eine Anzeige vom Bundeskanzler über den Aufschwung. Überschrift: Wir haben für den Aufschwung gearbeitet, jetzt läuft's. Wohin? Na, aufwärts. Aufwärts laufen, kann er alleine machen, das soll er gleich. Bin ja hinterher fix und fertig. Da musst du aber was falsch machen. Weil der Kanzler sagt, wenn es aufwärts geht, geht's uns allen besser. Das stimmt ja überhaupt. Doch, und es geht aufwärts. Die fünf Weisen haben uns 3% Wachstum vorausgesagt. Ja, für die Unternehmer. Ja. Aber Entschuldigung, die hätten mich fragen sollen. Entschuldigung, ist ja ganz anders. Bei mir ist doch genau umgekehrt. Seitdem es aufwärts geht, geht's mir schlecht. Schau mal, ja, meine Miete ist gestiegen. Das Mutterschaftsgeld haben sie mir gestrichen. Du. Ja. Kindergeld ist gekürzt und es geht aufwärts, mir geht's schlecht. Sag mal, du willst doch nicht etwa sagen, dass der Kanzler lügt? Na, so würde ich das nie ausdrücken. Ich erkläre mir das so, ich bin eine Ausnahme. Verstehe? Wahrscheinlich bin ich sogar eine Massenausnahme. Daran könnte es liegen. Hm? Aber hier steht noch was ganz Tolles. Was? Die Teuerungsrate wurde halbiert. Jetzt haben wir zwei. Also so meint der Kanzler das sicher nicht. Ja, schau, im letzten Jahr sind die Preise um 5% gestiegen und in diesem Jahr nur um 2,5%. Ja, es ist alles um die Hälfte weniger teuer geworden als erwartet. Ja. Und deshalb geht's uns allen besser. Richtig. Dann möchtest du es nicht glauben, gell? Ja, aber entschuldige mal, das muss einem doch gesagt werden. Ja, dazu ist ja nun die Anzeige da. Ja, ach so, ja, aber warum geht's uns allen besser? Ich meine, oder behält er das für sich? Nee, das sagt er schon. Weil, du hast ja selber gemerkt, alles um die Hälfte weniger teuer geworden ist als erwartet, ist neue Kaufkraft entstanden. Wie viel? 20 Milliarden D-Mark. Und das wiederum, sagt der Kanzler, entspricht dem Kaufwert von 2 Millionen Kleinwagen. Hat er das selber ausgerechnet? Nee, er hat Experten dafür. Mensch, hat der ein Glück, du. Haben wir gedacht, bei einer allein kannst du falsch überhaupt nicht rechnen. Weißt du? Also, wir rechnen das nach, wir machen ein Beispiel. Pass mal auf. Nehmen wir an, der Liter Milch hat letztes Jahr 10 Mark gekostet. Ja? Entschuldige bitte, ist das nicht etwas viel? Nein, ich rechne langfristig. 10 Mark der Liter Milch, da lässt es ja leichter rechnen. Weißt? 10 Mark, dann wäre er heuer nach dieser Rechnung also um 2,5% teurer geworden. Mhm. Von 10 Mark 2,5%, wie viel ist denn das? Kein Taschenrechner, ist schwer, gell? Ja. Gut, wissen Sie, wir müssen an dieser Stelle nur die Pause machen, damit es jeder individuell für sich durchrechnen kann, ja? Und Sie haben natürlich Pech, weil Sie kein Taschenrechner haben, das glaube ich. Also, wäre der Liter Milch um 25 Pfennig teurer geworden, würde er jetzt kosten 10 Mark 25. Mhm. Wie kann man von etwas, für das man mehr bezahlen muss, einen Gewinn haben und davon dann 2 Millionen Kleinwagen kaufen? So kannst du das nicht rechnen. Hat er wieder Glück gehabt, gell? Ja, warum kann man das so nicht rechnen? Weil der Kanzler auch nicht so rechnet. Der rechnet anders. Ja, ich kann es dir ja mal zeigen. Was? Ich kann es dir mal zeigen, wie der rechnet. Also, Kanzlers Rechnung. Wenn die Preise in diesem Jahr so gestiegen wären wie im letzten Jahr, hättest du für deinen Liter Milch 50 Pfennig mehr bezahlen müssen. Das stimmt. Hast aber nur 25 Pfennig mehr bezahlt. Stimmt. Hast also 25 Pfennig gespart. Tu mich bloß nicht verarschen, gell? Ich mag das nicht. Ich sag das jetzt, ja? Ich muss nämlich 25 Pfennig mehr ausgeben. Mehr ausgeben wie letztes Jahr. Ja, aber 25 Pfennig weniger als erwartet. Du hast praktisch 25 Pfennig negativ Gewinn. Und davon kaufen wir 2 Millionen Kleinwagen. Ja, sagt der Kanzler. Mut hat er. Weißt du, was das ist? Das ist ein blanker Beschiss! Nee, das ist der Aufschwung.